Drei Frauen werfen Harvey Weinstein mittlerweile Vergewaltigung vor. Der Hollywood-Produzent, noch vor kurzem in der Branche wie ein Gott verehrt, steht plötzlich vor den Trümmern seiner Karriere. Wie Weinstein mit Frauen umging, dokumentiert ein polizeilicher Audiomitschnitt von 2015, den das Magazin The New Yorker veröffentlichte. I'm telling you right now. What do we have to do here? Nothing. I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Please come in. On everything. I'm a famous guy. I'm feeling very uncomfortable right now. Please come in now. 5 minutes. Don't ruin your friendship with me for 5 minutes. I know, but it's kind of like, it's too much for me. I can't. Immer mehr Hollywood-Stars gehen auf Distanz zu dem großen Produzenten. Gwyneth Paltrow erzählt von Belästigung und Angelina Jolie berichtet: Ich habe in meiner Jugend schlechte Erfahrungen mit Harvey Weinstein gemacht, deshalb habe ich mich entschieden, nie wieder mit ihm zu arbeiten und andere vor ihm zu warnen. Doch Machtmensch Weinstein war durchaus fähig, Menschen, die sich ihm nicht fügten oder ihm in die Quere kamen, zu zerstören. Frauen hatten schlicht und ergreifend Angst vor ihm. Ein anderer Machtmensch mit Tendenz zum Sexismus findet die Enthüllungen offenbar eher langweilig. I've known Harvey Weinstein for a long time. I'm not at all surprised to see it. That's locker room. Weinstein war durchaus politisch aktiv. Und Amerikas Rechte freuten sich endlich, einen prominenten Linksliberalen am Pranger zu haben. Der Hollywood-Mogul hatte Clintons Wahlkampagne mit viel Geld unterstützt. Hillary Clinton distanzierte sich etwas spät von dem großzügigen Spender. Sie sei von den Enthüllungen schockiert und entsetzt gewesen. Auch Ex-US-Präsident Barack Obama wurde von Weinstein unterstützt. Familie Obama hatte sich allerdings schnell von ihm mit dieser Mitteilung distanziert. Jeder Mann, der sich Frauen gegenüber in einer solchen Weise benimmt und sie erniedrigt, muss verurteilt und zur Verantwortung gezogen werden, unabhängig von Reichtum oder Status. Tochter Malia hatte bei Weinstein als 19-Jährige ein Praktikum gemacht. Weinstein selbst beteuert, er werde jetzt seine Sexsucht therapeutisch behandeln lassen. Seine Frau Georgina Chapman trennte sich mittlerweile von ihrem 24 Jahre älteren Ehemann. Die beiden haben 2 Kinder.